Hallo, da bin ich wieder. Herzlich willkommen zum zweiten Video von Discount Outdoor Gear. In diesem Kanal möchte ich ein paar Artikel vorstellen, die etwas günstiger sind als die vergleichbaren Artikel von Markenherstellern. Einfach mal, um herauszufinden, brauche ich denn überhaupt das teure Produkt? Ist das günstige Produkt vielleicht genauso gut oder ähnlich gut? Verwende ich es sowieso nicht jeden Tag oder nicht so häufig, vielleicht dann auch nur zwei, dreimal im Jahr. Und da überlegt man sich ja oft, na, greife ich zum teuren Markenartikel oder zu der etwas günstigeren Variante. Im ersten Video ging es um dieses Teil hier, den 10T Scout Sturmkocher. Habe ich da bereits vorgestellt. Wenn es euch interessiert, guckt euch das Video davor an. Zum Kocher selber möchte ich jetzt auch gar nicht mehr groß eingehen. Ich habe ihn hier bereits ausgepackt, also Packriemen, Packsack weg. Worum es heute geht, ist dieses Teil. Es sind noch ein bisschen Aufkleber drauf, aber sei es drum. Von Go Systems, der Adapt nennt sich das Ganze. Ist ein Adaptersystem von der Firma Go Systems, die im Vereinigten Königreich, also in Großbritannien irgendwo sitzt, soll passen oder soll eine Erweiterung sein für den berühmten schwedischen Sturmkocher. Für diesen schwedischen Sturmkocher, der kommt auch normalerweise mit einem Spiritusbrenner. Man kann ihn auch mit Gasbrenner kaufen oder den Gasbrenner nachordern. Der Gasbrenner beim Schwede kostet ca. 60 Euro. Dieser hier bei Amazon kostet ziemlich genau die Hälfte, nämlich 30 Euro. Könnte wahrscheinlich sogar noch etwas günstiger werden, da wir haben jetzt 2016, bedingt durch den Brexit das Pfund wahrscheinlich noch etwas fällt und ich könnte mir gut vorstellen, dass es noch etwas günstiger wird. Also zum Adapt. Packen wir ihn mal aus. Interessant. Gleich ein Säckchen dabei, ganz schön groß für diesen Brenner. Und dann ist in der Schachtel noch der Brenner selbst mit Anschlussschlauch. Das Besondere bei diesem Brenner ist diese Schleife hier. Das Gas kommt klar hier rein durch den Schlauch, geht in dieses Rohr und erst dann in den Brenner selber. Das hat einen ganz wesentlichen Vorteil. Wenn nämlich das Gas zuerst hier oben am Brenner vorbeigeführt wird, hat man den Vorteil, dass es bereits vorgewärmt wird. Wenn ich jetzt meine Kartusche ganz normal verwende, ändert sich dadurch nichts. Bei kälteren Temperaturen ist es aber sinnvoll, dafür zu sorgen, dass das Gas möglichst spät erst flüssig wird, also nicht bereits am Kartuschenausgang, sondern am besten die Kartusche flüssig verlassen kann und erst kurz vor dem Verbrennvorgang in Gasform übergeht. Genau das wird erreicht durch diesen Bogen. Das heißt, ich kann meine Kartusche auf den Kopf stellen. Somit strömt das Gas in flüssiger Form aus, geht flüssig durch den Schlauch, kommt in diesen Bogen, der vorgewärmt wird durch die Gasflamme und geht hier dann in den gasförmigen Zustand über. Das heißt, das alles findet ja erst relativ spät statt. Dadurch kann ich meinen Gaskocher auch bei kälteren Temperaturen verwenden. Noch dazu kommt, wird man gleich sehen, dass dieses Kochteil ja in diesem windgeschützten Bereich von unserem Kocher ist. Also auch da die Temperatur relativ, ja, gut um diesen ganzen Brenner rum sein dürfte. Zur Installation. Ganz einfach. Das lassen wir jetzt mal alles weg. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen eigentlich nur diesen unteren Teil, wo eben hier normalerweise der Spiritusbrenner drin ist. Ich habe es jetzt noch gar nicht probiert, ob dieser Adapt auch hier tatsächlich passt. Sollte aber passen. Wir schauen mal. So, Schlauch durch diese Öffnung nach draußen und natürlich passt er. Gut,
Was brauchen wir jetzt noch? Natürlich brauchen wir noch eine Gaskartusche. Wir haben hier das normale, wenn ich mich nicht täusche, heißt die Norm 417. 417er Gewinde. Das wiederum bedeutet, wir können die handelsüblichen Gaskartuschen mit Schraubventil nehmen. Entweder hier eine Kartusche mit Schraubventil oder, das ist der Discount-Kanal, es gibt hier auch diesen Adapter von Edelrit, der ermöglicht es, Stechkartuschen für Schraubanschlüsse zu verwenden. Hat den Vorteil, die Stechkartusche ist wesentlich billiger. Die von Coleman, die ich jetzt verwende, gibt es in der Regel sogar schon unter 2 Euro oder knapp über 2 Euro. Wohingegen die Schraubkartusche dann häufig bei 6, 7, zum Teil auch 8 Euro liegt. Und weiterer Vorteil von diesem Adapter ist, das Schraubsystem ist noch nicht überall so verbreitet. Gerade wenn man in den südlichen Ländern unterwegs ist, Italien, Griechenland und so weiter. Türkei, wo ja auch zum Teil noch relativ viel mit Gaskochen gemacht wird. Ich denke zum Beispiel an den griechischen Kaffee, der auf dem Gaskocher zubereitet wird. Oder auch Kohle für Shisha wird in der Regel auf dem Gaskocher vorgeglüht. Und fast 80%, diese Stechkartuschen verwendet, die jetzt mit diesem Adapter, wenn die Kartusche leer ist, dann kann ich ihn mal wechseln, dann stelle ich den auch nochmal extra vor. Mit diesem Adapter kann ich eben die günstigen Stechkartuschen für Schraubanschlüsse verwenden. Machen wir jetzt hier auch. Zügig draufschrauben. So. Ist drauf. Schlauch noch etwas verdreht. Ist hier eigentlich auch dreht. Gelagert, sei es drum. Ja, Ventil geht. Gas strömt aus. Jetzt schauen wir uns mal die Flamme an. Ja, na, so viel zum Thema Ventil geht. Ja, nichts geht. Kann natürlich daran liegen, dass diese Kartusche schon, dass ich die schon mehrfach verwendet habe. Ich wechsle jetzt mal. Da ist noch was drin. Komisch. Aber versuchen wir es mal mit der anderen Kartusche. Der Schraubkartusche. Aufschrauben gemerkt, da ist deutlich mehr Druck drin. So, jetzt aber. Ja. Und wir sehen, es brennt, wie eigentlich zu erwarten war. Wenn ich jetzt die Kartusche. Ja, genau, das war der Effekt. Kartusche auf den Kopf. Bekommen wir einfach mehr Power. Aber auch mit Kartusche auf dem Kopf, es wird auch lauter und mehr Power. Brennt der Brenner zuverlässig, einwandfrei, bedingt eben durch diesen Bogen, über den ich vorhin, glaube ich, schon genug gesagt habe. Also, was bleibt zu sagen? Der Adapt, hier nochmal die Schachtel dazu, Adapt von Go System, wird verkauft für den schwedischen Sturmkocher, passt aber auch einwandfrei in den 10T Scout, vermutlich natürlich auch in alle anderen Kocher, die mit der gleichen Spiritusbrennergröße arbeiten. Noch nicht outdoor getestet, war jetzt das erste Mal, aber ich denke, was soll groß noch passieren? Funktioniert einwandfrei, auch hier eine klare Kaufempfehlung. Wenn euch dieses Video oder auch die anderen Videos von mir gefallen haben, würde es mich freuen, wenn ihr einen kurzen Kommentar hinterlasst. Wie gesagt, ich bin ganz am Anfang von diesem Kanal. Hinterlasst einen kurzen Kommentar, was hat euch gefallen, was hat euch nicht gefallen. Gerne auch zum Produkt selber.
Ihr dürft mir auch gerne Fragen stellen. Ich nehme auch gerne Vorschläge entgegen für Produkte, die ihr gern getestet hättet. Ganz besonders würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Dankeschön, bis zum nächsten Mal. Euer Lars.